Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 6. Mai. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Room. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Und wir sind aktuell bei 15.167. Wir nehmen die Box hier oben als Einstieg, als Pending Box. Und mache das Bild mal ein bisschen größer. Da sehen wir 15.207 zu 15.192. Wir gehen einmal auf den gestrigen Tag in die Vergangenheit, einmal in die Blue Boxen. Gestern eine schöne 13er Box hier gewesen am Nachmittag, eine 14er Box, die sauber in den Gewinn gelaufen ist. Dann hatten wir 25er, 23er, 22er, eine 30er Box. Also gute Blue Boxen gestern. Dann schauen wir uns mal dann an, wie der Markt sich gleich verhält. Bei den grünen Boxen gestern sehen wir einen unteren Bereich und dann gab es hier einmal am Nachmittag und da einmal die Wohler-Boxen zum Traden. Hier hat sich der ein bisschen aufgeschaukelt, aber dann nach oben ausgebrochen. Also auch da gab es gestern gute Ansätze. Wir schauen jetzt einmal drauf, wo kommt die Wohler-Box tendenziell rein. 15.110, so steht es bei mir. 15.110 wäre dann die Box. 15.110. So, um bei den Daily Pivot und Big Number. Okay, wir blicken einmal auf die großen Charts und fangen an heute bei Öl. Daily und sehen, Öl ist bei 65, machen das ein bisschen größer. Ja, wir haben hier diese leichte Unterstützung angetestet. Wir sehen es hier, wir haben das im letzten Jahr, vorletzten Jahr 19 im April gehabt, dieses Hoch. Dann hatten wir im Januar 2020 dieses Hoch, dann abgelaufen. Jetzt die Frage, schaffen wir das nach oben? Die Highs hier waren dann bei 77, da muss der Markt aber noch ganz schön laufen. Also da befinden wir uns aktuell im Öl und gehen einmal auf den DAX und blicken dort auf den Tageschart und da sehen wir, im DAX sind wir innerhalb der Bänder. Wir hatten einen Short-Impuls, aber noch nichts. Wir gehen jetzt mal auf die Zickzack-Linie, ein anderes Template von uns und hier sehen wir, wir sind oberhalb des gleitenden Durchschnitts. Das ist also, wir sind long, auf 4 Stunden sind wir short, auf Stunde sind wir long, 30 Minuten long, 15, 5 sind wir short. Das heißt, wir haben hier auf den 4 Stunden Zeitebenen und auf den Daily sind wir unentschieden. Also da ist noch nicht klar und eindeutig, wo der Markt hier hin möchte. Wenn wir da bleiben, gehen wir mal auf die Technologiebörse Nasdaq Tageschart. Hier sehen wir, der Kurs hat hier eine Mini-Unterstützung. Im Tageschart sind wir long. 4 Stunden sind wir ganz klar short. Auf den Stundenchart sehen wir sehr schön, sind wir short. 30 Minuten sind wir short, 15 Minuten sind wir short, 5 Minuten sind wir long, aber auf den großen Zeitebenen bis auf Tageschart, ja, 4 Stunden short, 1 Stunde short, Tendenz also hier Technologiebörse eher fallend. Gehen wir in den nächsten Bereich rein, S&P 500. Tageschart ganz klar long, 4 Stunden short, Stunde short, 30 Minuten short, 15 Minuten short. Also auch hier ganz klar Tendenz auf den amerikanischen Indizes short. Das gleiche im Dow Jones. Einmal den großen Blick. Tagesbasis sind wir definitiv long und sehen hier sehr schön die Spitzen hier 1, 2,
und 3. Wenn wir das betrachten auf den 4-Stunden-Chart, sind wir long. Stunden-Chart sind wir long. 30 Minuten sind wir long. Also da sind wir eher Tendenz long. Gehen wir weiter runter und blicken einmal auf Bitcoin. Bitcoin auf Tagesbasis long, 4 Stunden long, Stundenbasis long, 30 Minuten wieder long, 15 Minuten sind wir short. Ethereum bei 3420. Minuten. So. Also. So sieht es aktuell aus. Und dann warten wir jetzt auf die klassischen Boxen. 4, 3, 2, 1 und wir sehen unten die Rollerbox. Fünfzehn eins zehn zu 15,95. Dann haben wir oben 15,273 eine Wohlerbox und unten bei 15.040. Eine Big Number habe ich hier auf der rechten Seite platziert. 15.207 zu 15.192. So, blicken einmal auf MTX. Die Kerze wird es nicht sein. Zwei Dochte oben und unten. Wir haben eine Alternative noch da mit Kim Jong Sen. Da sehen wir, da haben wir die KS-Linie und der gleitende Durchschnitt liegt bei 15.143. Und hier werden wir den Trade Manager schon mal vorbereiten. Also 9:03 Uhr, wir haben einen Big Number Trade aktiviert und schauen jetzt mal, und wir sind long. Big Number 15.207 sind wir long. 15.207 sind wir long. Die zweite Order, die Gegenorder liegt bereit bei 15.192 und da, falls wir über diesen Umweg laufen, werden wir auf 50 spekulieren. Es sei denn, der Trade geht jetzt direkt in den Gewinn. Und das sieht danach aus. Und wir sind raus. Das war, meine Damen und Herren, der Eröffnungstrade heute, 9:04 Uhr. Und somit verabschiede ich mich bei den YouTubern. Wünsche allen schon jetzt ein schönes Wochenende. Wir haben morgen Webinar hier am Freitag. Das heißt, wir starten erst wieder mit unserem Live-Trading am Montag. Wir machen jetzt im Live-Trading-Raum weiter. Und zwar mit der Big Number. Die wird nochmal aktiviert.